Mission. Gucken wir mal. Da. Ja, scheiß Verhandlungslevel, gehen wir nicht auf den Sack. Ich habe ja nichts gemacht. Gar nix. Nicht, aber null. So, einmal Munition für alle kaufen. Ich habe ja auch schwer. So, okay. Können wir? Mach. Stopp und Frieden. Dieses Bild einfach im Hintergrund, dieser Polizeiwagen, der zwischen zwei Autos durchfährt. Auch geil. Danke. So. Stiehl das Koks. Fahren wir mit einem Auto, wollen wir mit vier Autos fahren oder was? Warte. Mach mal so. Ja, nur Enrico muss. Ja, der braucht wieder Sonderbehandlung hier. Tada. Immer dieser Alleingänger hier, weißt du? Und ist ja nachher wieder der Einzige, der stirbt, weißt du, weil der als Einziger ein gepanzertes Auto hat. Es ist gepanzert. Kann ich dafür, dass du direkt durch die Scheibe schießt. Ey, das klappt beim Kuruma nicht. Da ist nämlich die Angriffsfläche kleiner. Aber wie gesagt, durch die Scheibe, durch den Headshot gedrückt. Mit dem Sniper. So. Koks. Ich hätte dich mal markiert, scheiße. Ja, das ist nicht mein Problem. Wärst du mit uns mitgefahren, hättest du eine Markierung jetzt gehabt. Ah ja. Ja, wir haben eine. Ich weiß. So. Ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich hoffe, dass das den GTA nicht stört. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Musik auf leise Lautstärke gemacht. Das Koks wurde fallen gelassen. Auf dem Balkon steht noch zwei oder so. Jetzt sehe ich. Da ist einer. Hinter dem Wohnwagen. Scheiße, die Tür abgefallen. Naja, egal. Thank you. Also, stopp, tschüss, stopp. Enrico. Ja, bis dann. Nein, nehmen wir mit, alles gut. Mit der Sanchez, weißt du? Oh, es hat geklappt. Ungeplanter Stunt. Ja, den habe ich auch geholt, den einen. Das Auto kommt hinter uns, ja. Alles gut bei dir, Enrico? Ja. Wenn du. Vielleicht zu inkompetent zum Fahren, sagen wir es so. Ey, ich respektiere aber den Fakt, dass du da selber drauf kommst, ja. Das zeigt Größe. Hat ja Frau Merkel die Tage auch anerkannt. Nicht selber.
Ja. Ich bin aber nicht sehr groß. Das ist auch ziemlich gut so, dass du da doch nochmal eingeklickt bist. Ich will nicht wissen, wie groß du bist. Wir wollen nicht wissen, wie groß er ist, nein. Ja. Das ist auch sehr gut so, dass du eingeknickt bist, da nochmal das ganze Ding nochmal gekippt hat. Wir wollen doch jetzt hier nicht politisch werden. Nein, es ist wirklich gut so. Weil so kann ich zumindest die Chance, habe ich die Chance, meine Prüfung machen zu können. Das hätte ich jetzt ohne diese Aktion, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen warten dürfen. Oder zumindest einen Monat. Und daher ist es gut. Nein, Politik möchte ich nicht. Ich kommentiere das Ganze nicht. Nur einfach. Was hast du gerade getan? Oh, mein Gott, nein. Ich habe einfach nur meine Meinung dazu gesagt. Also, dass ich es halt wirklich gut finde, dass es halt normal gekippt wurde und dass wir da jetzt normal weiter. Für solche normal weitermachen können. So. Noch ganz gut abgefangen. Ja. Aber Gegner werden wir jetzt keine mehr kriegen. Ich glaube, bis um die Kilometer vorher oder so, dann drehen die eh ab. Wir haben Koks. Tada! Koks. Keine Waffen, keine Drogen. Die jetzt. Aha, warum steht es an der Tür, wenn er trotzdem Drogen annimmt? Mission bestanden. Weißt du, du kriegst alleine für diese Mission mehr Kohle als für die davor, weißt du? Die sind noch nicht so oft gestorben. Vielleicht liegt es daran. Ah, stimmt, du hast überlebt. Ja, man hat da 5 Kills, mit den meisten. Mit mir zusammen. Oh lol, stimmt. So. Ich glaube, hier haben wir sogar alle. Tatsächlich. Up in Shrine Modus. Wer ist dort? Ich dachte gerade, das wäre eine Casino-Dings gewesen, aber die haben wir davor gemacht. Nein, wir machen immer abwechselnd Casino, dann machen wir wieder was anderes, weil die Zeit, ja, weil die Zeit braucht, weil, die alle. Weil da immer Cooldown-Modus ist. Ja, und damit wir dann einfach keinen Leerlauf haben und ich weiß nicht, wie lange das immer dauert, machen wir noch kurz was anderes und dann machen wir einfach was. Durchweg Mission. Aha, hier starten wir also. Bitte keine Granaten werfen. Brauch er doch nicht, du bist doch schon genug eine Granate. Danke fürs Kommen. Ich komm hier. Was ist denn das? Bei mir ist auch das ganze Jahr über Silvester. Ja, ich bin das ganze Jahr über der Knaller. Was soll man da noch sagen? Oh, jetzt geht es wieder los. Hau ab von mir. Das ist okay so, Enrico. Von mir kriegt sie Liebe, von ihm kriegt sie Hass. Das ist einfach so. Toll, scheiße, ich hab meine eigene Sache zerstört. Oder, Kev? Ja, aber mit dem Unterschied, wenn ich Granaten bei mir und. Also der Unterschied zwischen mir und dir ist, bei mir knallt wenigstens etwas. Wenn es auch nur eine Granate ist. Dass du einen Knall hast, das wissen wir alle. Ja. Im Gegensatz zu dir bin ich der Bringer. Und wenn es auch nur Tod und Zerstörung ist. Komm mal, Bums. Schade. Sterb! Du bist der Bringer von Unheil und von Chaos. Ja, aber immerhin. Besser als bei dir, du bringst nämlich gar nichts. Moin. Ab, 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 ab. Was?
Du hast gerade gelaggt beim Reden. Okay, ich weiß nicht, ich wundere mich gerade. Ich hoffe, dass wieder alles so weit okay ist. Ja, kann sein, dass ich ein bisschen... Solange das von vorne nicht kommt. Ja, deswegen habe ich auch die PlayStation nochmal neu gestartet eben. Ich hoffe es, wie gesagt. Kann sein, ich hoffe, dass es jetzt so weit. Ja gut. Ist ja scheiße, ist klar, ist scheiße, dass es jetzt weit, aber besser als heute Abend, wenn ich heute Abend immer mein Rennen dann nicht deswegen auf oder nicht fahren kann. Wobei wir gerade heute Abend tatsächlich nur 12 Leute sind. Weil alle keinen Bock haben, weil alle wegen dem echten echten Rennen abgesagt haben. Obwohl es tatsächlich. Ja. Weil um 17 Uhr ist ja der Start im Rennen heute Abend Nachmittag. Ja, aber ich bin halt ganz ehrlich der Meinung, man muss halt schon wissen, entweder man. Also das ist für mich. Nein. Das Lustige ist, wir haben sogar angepasst. Wir starten extra bewusst ein bisschen später, normalerweise. Ja. Gut. Aber trotzdem bin ich halt der Meinung, dass das Ganze, das ist wie Sportverein. Ich melde mich irgendwo an, also nehme ich auch teil. Ich kann nicht einfach sagen, heute passt immer nicht, weil. Ey, keine Ahnung, was los ist heute, aber wie gesagt, es ist okay für mich, weil das sind jetzt mal so 3-4 Pünktchen, die geschenkt sind für das Rennen, für das bisschen. Hier stehen 2 Polizeiautos frei rum. Falls jemand Interesse hat. Ach, natürlich. Ja, bring mich um. Ne, nimm den da drüben, der ist noch ganz. Weil meiner ist kaputt. Lol, nein, komm, nehme ich mir noch mit. Mit Billardkö. Hast du den Polizisten umgefahren? Nein, nicht. Was? Nicht du, mein Baby. Ach, oh, Glück gehabt. Dass jemand anderes mein Auto beschlagnahmt die. So, haben wir. Oh, jetzt sind wir von Gangleuten umgeschossen. Haben wir noch was? An Mission jetzt? Irgendwie noch zur Überbrückung oder? Ich habe eingeladen. Ist das schon wieder eine Casino-Mission heute, oder? Mhm. Okay. Dann. Gut. Enrico gerade wieder.